Wir sind heute wieder im FC Ingolstadt Stadion für den FCI Talk und neben mir ist Dennis Eckert Ayensa. Nein, Ayensa, so rum. Aber Dennis Eckert oder Dennis Eckert Ayensa? Dennis Eckert Ayensa. Weil ich habe gelesen in den Medien, mal wird so geschrieben, also dir ist es lieber, wenn man es komplett macht sozusagen. Ja, es war halt damals so, wo ich damals in Deutschland gespielt habe, da war ich nur Dennis Eckert. Und ich war halt immer ein bisschen traurig, dass mein spanischer Name einfach weggelassen wurde. Aber umso besser, dass ich es ja hier auf dem Trikot stehen habe und so kann das keiner vergessen. Du hast ja gerade gesagt, spanischer Name, du hast ja in der Jugend in Deutschland angefangen Fußball zu spielen, warst dann bei einem spanischen Verein, dann noch ein kurzer Zwischenstopp in den Niederlanden. Wie ist es denn jetzt wieder in Deutschland Fußball zu spielen? Ja, eigentlich wie damals, es hat sich nicht viel geändert. Der Fußball ist härter wie in Spanien, die Zweikämpfe sind schwieriger, aber an sich hat sich da nicht viel geändert. Du bist von der ersten Liga in Spanien in die dritte Liga nach Deutschland. Wie war das für dich? Ja, erstmals natürlich sehr schwer vom Kopf her. Man geht direkt zwei Ligen runter. Aber ich habe das ja bewusst gemacht. Ich denke mal, ich bin kein Spieler, der in die dritte Liga gehört und der Verein langfristig auch nicht. Und so habe ich mir halt, um jetzt nicht ins Detail einzugehen, habe ich mir halt im Sommer viele Gedanken gemacht und dann auch den Entschluss selber für mich gefasst, dann auch den Weg über die dritte Liga mit dem Verein zu gehen. Du sagst nicht langfristig, wo sollst du denn als nächstes hingehen? Ja, wie gesagt, möglichst schnell wieder hoch, sowohl für mich als auch für den Verein, am besten zusammen. Aber wie gesagt, ich will mir da gar keinen Druck machen. Ich bin noch sehr jung, habe noch viel Zeit und jetzt einfach Gas geben, Woche für Woche denken und dann gucken, was am Ende des Jahres bei rumkommt. Apropos Druck, du hast es gerade gesagt, du hast jetzt 4 Spiele gemacht, 4 Tore geschossen. Spürst du denn jetzt einen Tordruck? Nö, gar nicht. Ich spiele meinen Fußball. Wenn ich Tore schieße, schieße ich Tore. Wenn nicht, dann nicht. Ich gebe mein Bestes. Klar, es ist irgendwann mein Job, Tore zu schießen. Hat jetzt die letzten Spiele gut geklappt. Es kann aber auch mal passieren, dass ich eine Phase habe, wo der Ball nicht ins Netz will. Und da muss ich dann einfach wach sein, dass ich meine Mitspieler vielleicht in Szene setze, dass die den vielleicht einnetzen. Aber im Großen und Ganzen mache ich mir da überhaupt keinen Druck. Kannst du dich noch daran erinnern, was war denn dein allererstes Spiel, was du jemals in einem Stadion gesehen hast? Boah, ich weiß noch, wie es war. Ich weiß aber leider nicht mehr, was es für ein Spiel war. Da hat mein Vater mich ins Stadion mitgenommen. Ich kann aber nicht mehr sagen, gegen wen das war. Da war ich so jung. Ich weiß aber nur, dass ich geflasht war von der Kulisse. Bist du immer noch geflasht, wenn du hier ins Stadion kommst? Ja, klar ist das was Besonderes. Ich meine, so viele Menschen auf einem Fleck und jetzt ist man so gesehen im Mittelpunkt. Das macht einen schon stolz. Du bist ja noch nicht lange hier in Ingolstadt. Hast du denn schon einen Lieblingsort? Ja, natürlich erstmal die ganzen leckeren Restaurants. Die lernt man wahrscheinlich als erstes kennen als Spieler. Wir sind gerne im Westpark, gehen da ins Kino oder gehen da halt auch essen. Aber an sich sind ja eigentlich alle Ecken hier in Ingolstadt ganz schön. Du hast gerade gesagt, wir. Welcher Mitspieler kümmert sich denn eigentlich aus dem Team um dich? Also wer hat dir denn die Ecken Ingolstadts gezeigt? Ja, ich habe ja damals schon, als ich 8 Jahre alt war, bis zu meinem 14. Lebensjahr oder so, habe ich mit dem Freddy Ananou zusammengespielt beim FC und davor bei Taxofit. Und der hat mich auch direkt am Anfang hier in die Mannschaft super integriert, hat mir alle Jungs vorgestellt. Und ich bin ja privat viel mit Freddy, mit dem Fati, Fitze oder mit dem Kutscher auch. Und ja, die Jungs haben mir dann hier alles gezeigt. Wir haben auf Instagram unseren Followern die Frage gestellt, ob sie Fragen an dich haben. Da ist zum Beispiel reingekommen, du bist ja noch relativ jung, du bist 22 Jahre alt. Wie ist es denn so jung schon so viel rumgekommen zu sein und wie ist es da vor allem mit der Familie, also wie ist denn der Kontakt zur Familie? Ja, einerseits ist es natürlich Hammer, mit 22 schon in Spanien gelebt zu haben. Da habe ich gemerkt, bin ich sehr gereift, habe gelernt, alleine zu leben, alleine mich um meine Wäsche, Kochen etc. zu kümmern. Das Negative an dem Ganzen war natürlich das Thema mit der Familie. Es war schwer, so weit von Mama, Papa weg zu sein. Aber ich denke mal, wenn man seinen Traum Fußballer oder wenn man Fußballer werden will, muss man so Sachen, darauf muss man sich einlassen. Man kann nicht immer für die Stadt, wo man aufgewachsen wird, da Profi werden. Wäre zwar schön, aber so geht's halt nicht. Ich habe halt damals das Angebot wahrgenommen aus Spanien und bereue das auch absolut nicht. Ich habe die Sprache perfektioniert, ich spreche jetzt fließend Spanisch. Der Fußball gibt einem viel, aber nimmt dir auch ein paar Sachen. Meine Eltern haben mich oft besucht, meine Brüder auch, Freunde auch. Aber ja, wenn ich jetzt einen negativen Aspekt nennen muss, wäre das natürlich der, dass ich meine Familie nicht regelmäßig sehen konnte.
Wie oft kommen, also wo wohnt denn deine Familie aktuell? Ist die in Deutschland, in Spanien? Nee, die wohnen in Köln. Wie oft sehen sie dich dann auf dem Platz spielen? Die sehen mich immer. Also wenn sie nicht selber im Stadion sind, ich glaube, bis jetzt waren bei jedem Spiel meine Eltern da, zumindest einer, dann gucken sie es im Fernsehen an. Jetzt in Spanien ging es natürlich nicht, dass die jede Woche vorbeikommen, was zumal auch am Anfang nicht immer klar war, ob ich im Kader war oder so, halt in der ersten spanischen Liga, wo es dann nachher klarer war, dass ich halt immer oben auch mit dabei war. Dann kamen sie auch öfter runter, damit sich das auch gelohnt hat. Aber schauen tun sie eigentlich alle meine Spiele. Am Samstag steht dann das nächste Heimspiel an gegen den Chemnitzer FC. Bist du denn nervös vor den Spielen? Ja, ich bin angespannt, ne? Weil es geht um viel, nicht nur für mich, sondern auch für alle. Man spürt natürlich immer einen leichten Druck, aber so wirklich nervös nicht. Sobald der Ball dann rollt, ist man in seiner eigenen Welt, nimmt auch gar nichts mehr wahr. Zumindest ist es bei mir so. Und ja, dann fokussiere ich mich auch total aufs Spiel. Was noch reingekommen ist über Instagram ist, was planst du denn für dein Leben nach der Fußballkarriere? Also hast du irgendwelche Ziele? Ja, es ist natürlich ganz wichtig, dass man als Spieler, vor allem als junger Spieler, wenn man dann anfängt Geld zu verdienen, dass man das auch gut wirtschaftet, früh investiert und intelligent investiert. Ich bin mit meiner Berateragentur, sind wir momentan auch mit Immobilien also will ich in Immobilien investieren und ja, ich denke mal, jetzt erstmal will ich versuchen, so viele Immobilien wie möglich bis zum Ende meiner Karriere zu holen und danach möchte ich auf jeden Fall im Fußball bleiben, sei es Trainer oder vielleicht auch in der Beraterbranche. Jetzt machen wir noch eine kurze Schnellfragerunde. Ich gebe dir zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden, okay? Ja. Also Herbst oder Frühling? Frühling. Kaffee oder Tee? Kaffee. Unterwegs oder zu Hause? Zu Hause. Achterbahn oder Riesenrad? Achterbahn. Film oder Serie? Serie. Deutschland oder Spanien? Spanien. Blond oder brünett? Dunkelblond. Okay, vielen Dank, Dennis, für das Interview.